Ihr hört Megafon 95, der Fortuna Düsseldorf Podcast von Projekt Megafon. Hier gibt's Meinung, manchmal auch eine Diskussion. Nehmt gerne dran teil, findet uns auf Facebook, Twitter, YouTube. Dann können wir mit der Folge starten. Moin Micha nochmal. So, jetzt habt ihr ein schönes Intro gehört und wir begrüßen euch zur Folge 29. Wir schreiben den 24. Spieltag, haben gegen den Jahn aus Regensburg in Regensburg gespielt. Micha, jetzt ist in den sozialen Netzwerken, was Fortuna-Fans angeht, so ein bisschen die Gefühle am Kochen. Beschreib mir kurz deine Emotionen nach dem Spiel. Ja, um ehrlich zu sein, war meine Emotion nach dem Spiel, das ist halt typisch Fortuna. Da hatte ich geärgert, dass man eigentlich ein sicher geglaubtes Spiel oder, obwohl ich muss ehrlich sagen, selbst nach dem 3-0 dachte ich mir so, Ist halt Fortuna, so, aber als dann irgendwie noch direkt danach auch noch Eihan den Ball an Pfosten gesetzt hat, dachte ich mir so, okay, vielleicht brauche ich diesmal nicht nervös zu sein, sondern Fortuna schaukelt das Ding locker nach Hause, aber war halt Fortuna so und deswegen, ich war im Endeffekt eher sauer auf mich, weil ich dachte, diesmal schafft es Fortuna, aber dann ist es halt doch Fortuna und dann gibt man so ein Spiel halt noch aus der Hand. Ja, ich habe halt die ersten Minuten des Spiels verpasst und als ich dann bei meinen Eltern war, stand es schon 3-0 für Fortuna und danach ging es für mich eigentlich noch bergab. Beim 3-3 bin ich dann wieder nach Hause gegangen. Ich bin so ein bisschen in dem bestätigt, was wir eigentlich schon seit Wochen predigen. Ich weiß, die Leute hören uns eh nicht. Aber bei uns kommt so ein bisschen das zu Trage, was wahrscheinlich auch vielen Fans, was auch die Zuschauerzahlen auch so ein bisschen ja beeinflusst. Fortuna fordert, bevor wir das Spiel eingehen, kurz gesagt, Fortuna fordert halt mehr Fans, mehr Unterstützung. Aber ganz ehrlich, wir sind zwar oben in der Tabelle, aber man müsste eigentlich begriffen haben, dass oben in der Tabelle stehen alleine nicht reicht, um Fans zu generieren. Gute Beispiele in der Bundesliga gibt's da. Gibt's da mit Wolfsburg, gibt's da mit Hoffenheim. Da reicht's auch nicht, nur oben in der Tabelle zu stehen und plötzlich die Zuschauerzahlen in die Decke schießen zu lassen. Reicht da ja auch nicht. Ich kann mich daran erinnern, Wolfsburg hat vor einem Jahr oder vor zwei Champions League gespielt gegen Real Madrid. Ich glaube, Achtelfinale war's und hat zu Hause nicht mal das Stadion ausverkauft gekriegt. Conor hätte es noch Tickets geschenkt haben können und da wollte keiner mehr hin. Wolfsburg hat einfach nicht die Fans, um die Leute ins Stadion zu kriegen. Aber Fortuna hätte sie ja eigentlich. Ja, aber wenn du scheiß Fußball spielst, ja, dann lockst du halt den Everyday Joe nicht außen vor. Der geht dann nicht ins Stadion, weil der weiß, okay, die stehen zwar oben, aber soll ich mir da für Fußball angucken, wo ich mich ärgere? Und das ist so ein Grund, warum mein Vater nicht mehr ins Stadion geht, mein Onkel nicht ins Stadion geht, weil die denken sich, die stehen zwar oben, aber wenn ich im Stadion bin, muss ich mich 90 Minuten ärgern. Wenn ich das im Fernsehen gucke, ja, dann kann ich, wenn ich mich anfange zusätzlich zu ärgern, einfach den Spielfilm anmachen. Oder was weiß ich. Ja, aber das ist halt, für mich gehört es dazu, ja. Fortuna-Fan zu sein, da gehört es auch dazu, sich irgendwie über die Mannschaft zu ärgern. Ja, aber ich habe zum Beispiel Zeiten erlebt von Fortuna, damals in der Regionalliga oder Dritte Liga, da waren die auch scheiße, keine Frage, die haben auch scheiße gespielt und es war nicht der bestansehendste Fußball, den man je gesehen hat. Aber du hast wirklich das Gefühl gehabt, das Team gibt 80 Minuten Vollgas, zerreißt sich und es scheitert bei denen einfach am Können. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das Fortuna-Team kann, die erste halbe Stunde zeigt es, aber danach nimmst du nicht den Stift, legst ihn aufs Papier und hörst auf zu schreiben, sondern nimmst den Block, schmeißt ihn aus dem offenen Fenster. So fühlt sich das für mich an. Ja, aber das ist halt genau das. Die Fans kommen ins Stadion, wenn die wissen, die Mannschaft spielt bei 100% oder bei 120%. So, und das, dann kann man auch irgendwie im Abstiegskampf drin sein. Und dann kommen die Leute ins Stadion, weil die es sehen will, weil die sehen, die Mannschaft reißt sich auf und so. Aber das irgendwie habe ich momentan so das Gefühl, die können Fußball spielen, aber irgendwie fehlt dann so der Kampf. Also, das ist so, die versuchen zu viel zu schön zu machen. Liegt's am Co-Trainer? Liegt's am Trainer? Wie kommt's zustande, dass man es nicht schafft, den Fußball, den man durchaus spielen kann? Wir haben es ja Anfang der Saison gesehen, wir haben zwischendrin Spiele gehabt, wo man wirklich guten Fußball gespielt hat, wo man auch geschafft, gegen unangenehme Gegner seinen eigenen Stempel, bam, draufzudrücken. Man hat ja gegen Regensburg auch die erste halbe Stunde komplett wunderschönen Fußball gespielt. Ja, aber das lag daran, also meiner Meinung nach war das so, ich glaube, Rahman hat dann einen draufgekriegt, wurde dann kurz behandelt und dann hat der Trainer von Regensburg
die komplette Mannschaft, als wäre es ein Timeout, zu sich geholt, hat dann nochmal irgendwas, anscheinend irgendwas an die Moral oder irgendwas Motivierendes gesagt, irgendwas noch, um die Taktik umzustellen, dann noch einen Spieler ausgewechselt und auf einmal hat Regensburg komplett anders gespielt und darauf war dann Fortuna nicht mehr eingestellt. Und ich habe halt das Gefühl, dass es auch ein bisschen am Funkel liegt, dass Funkel kann die Mannschaft gut trainieren und gut vorm Spiel einstellen, aber so dieses In-Game-Coaching, ich glaube, das kann Funkel nicht, weil das war dann so, als dann Regensburg aufgeholt hat und uns eingeholt hat, dann hat man halt nicht gesehen, dass irgendwie Funkel die komplette Mannschaft oder ein paar aus der Mannschaft ranholt und dann nochmal. Der winkt einfach so mit der Hand in irgendeine Richtung. Ja, und dann, der hat halt nicht dann irgendwie nochmal taktisch irgendwas umgestellt oder so, sondern er hat seinen Stiefel durchgespielt. Er hat aber auch nicht nochmal offensiv gewechselt, er hat positionsgetreu gewechselt und kurz vor Ende dann versucht, dann nochmal alles drauf zu knallen, was er hatte, aber irgendwie, weiß ich nicht was, schießt Friedhelm Funkel auch nur mit Platzpatronen. Kommen wir dann mal so ein bisschen zu, was in dem Spiel passiert ist. Dritte Minute dann Hennings, Rahman, Fink, Hennings und wie Barcelona kombiniert man sich da vors Tor und zweite Tor folgt direkt, fünfte Minute, Hennings presst Usami dann mit der Traumflanke und ja, Benito Rahman steht dann da alleine, ich glaube am langen Pfosten ist es. Und ja, die Flanke von Usami war perfekt, also so, dass Abwehrspieler nicht mehr drankommt und Torwart nicht mehr drankommt oder beide denken, der Ball geht in aus, aber genauso, dass Rahman sich halt noch streckt und mit der Fußspitze den Ball noch über die Linie drückt, sage ich mal. Auf jeden Fall. War auch ein überragendes Tor eigentlich. 14. Minute, Fink holt sich den Ball, Neuhaus macht einen langen Pass und Usami ist dann gewieft genug, um den über alle drüber zu heben und macht dann halt das 3-0. Dann 20. Eier anzirkelt den Ball an Pfosten. Fortuna spielt eigentlich wie Anfang der Saison so die ersten 30 Minuten, wenn man so möchte. Dann hat Usami die Chance zum 4-0, ja, und dann 36. Minute fängt es an, so ein bisschen zu schwimmen. Ja, in der 38. machen die fast das 2-3, ja, aber dann eine Minute später war es dann soweit. Fortuna war halt in der ersten Halbzeit tatsächlich die ersten 30 Minuten besser. Regensburg machen ein glückliches Tor, aber die haben dann aufgedreht. Dann 3-3, in der 60. V-Elfmeter. Ich bin der Meinung, das war kein Strafstoß, aber irgendwie. In meiner Meinung nach war es eine Schwalbe. Ja, aber das 4-3 war ja dann auch eigentlich abseits, ne? Aber. Ja, aber nein, weil zum Beispiel das Elfmeter-Ding ist, ja okay, es ist keine Schwalbe, weil Bozek ihn berührt hat, aber das ist so, Bozek berührt ihn und er lässt sich dann fallen und dann pfeift der Schiri Elfmeter, wo ich denke, das ist komplett lächerlich, dass. Grundsätzliche Diskussion im Fußball eigentlich. Wann ist eine Berührung ein Foul und wann ist eine Berührung kein Foul im 16er? Es sind grundsätzlich Berührungen im 16er Foulspiel oder nicht? Eigentlich nicht. Aber ja, irgendwie wird dann schon. Meistens gepfiffen. Mein Fazit ist einfach, Fortuna spielt schlecht. Zumindest die restlichen 60 Minuten von dem Spiel. Ich hätte in der ersten Halbzeit tatsächlich gesagt, vielleicht Hennings oder Usami, die haben mich überrascht mit einer guten Leistung. Ich bin immer Kritiker von den beiden und hätte gedacht, oh, den gibst du die Man of the Match. Aber eigentlich ist für mich heute nur es war nicht den Tagpreis zu vergeben, weil die Mannschaft ganz stark und ließ noch stärker nach. Und ich weiß nicht, soll ich das der ganzen Mannschaft geben, den ganzen Verein, Friedhelm Funkeln für schlechtes In-Game-Coaching? Ich bin einfach unzufrieden, aber natürlich bin ich mir bewusst, dass die Tabellensituation dann doch nicht so schlecht ist, wie es vielleicht sein könnte mit dem Fußball. Die ersten 30 Minuten waren halt komplett überragender Fußball. Das war richtig schön gespielt und da wurde mir wieder warm ums Herz, weil das war wieder so das, warum man dachte, also wirklich dieses, wie Fortuna am Anfang der Saison gespielt hat. Aber dann war so, man hat das erste Gegentor kassiert und da war mir schon klar, okay, das wird kein ruhiges Spiel, sondern Regensburg dreht auf und dann wird es einfach noch richtig anstrengend. Ich glaube, ich muss es war nicht sein Parkpreis. Das war einerseits der kompletten Mannschaft geben, aber halt stellvertretend für die Mannschaft steht halt der Trainer. Es liegt dann auch vielleicht ein bisschen am Trainer, dass man dann ein 3-0 nicht über die Zeit bringt oder dass man irgendwie dann, normalerweise, wenn Fortuna irgendwie 1-0 führt, dann ist es in letzter Zeit so gewesen, dass sich danach Fortuna direkt hinten reinmauert. So, aber bei einer 3-0-Führung dann irgendwie nicht und dann funktioniert es nicht. Und ja, weiß ich nicht, es war halt schon eine Enttäuschung, mal wieder. Ja, genau, ich hätte jetzt kurios noch gesagt, 5-Punkte-Unterschied zwischen dem 3. und dem 12. Platz. Was bedeutet das für die 2. Liga, aber was bedeutet das auch für uns? Meiner Meinung nach ist, es kann sehr, sehr schnell dahin gehen, wo man nicht hin will, nach unten. Zwar kann man mit jetzt, glaube ich, 43 Punkten rechnerisch nicht mehr absteigen, aber man kann durchaus in der Tabelle noch nach unten fallen. Ja, aber im Endeffekt ist es dann ja auch egal, ob man 4. oder 12. ist.
Aber ja, lieber Platzierungsbonus, Michael. Ja, aber nee, das ist halt, ich finde das krass, dass irgendwie Dynamo Dresden ist, glaube ich, 12. und hat halt nur 5 Punkte Rückstand auf Kiel, die 3. sind. Das zeigt eigentlich, dass zum Beispiel letzte Saison war es so, dass dann irgendwie gefühlt ab Platz 7 alle gegen den Abstieg gespielt haben. Und diesmal ist es so, dass gefühlt ab Platz 12 alle um den Aufstieg spielen, weil halt, man hat halt keine guten Teams. Und ich sag, das ist, glaube ich, auch jede Woche im Podcast, Fortuna ist nur so weit oben in der Tabelle, weil die Konkurrenz einfach nicht da ist. Also ich glaube, Sport1 wirbt oder hat damit geworben, der stärksten zweiten Liga der Welt. Wir haben uns darauf geeinigt, das ist die schwächste zweite Liga der Welt. Die durchschnittlichste. Also das ist jeder kann jeden schlagen und der eine ist halt mit dem falschen Fuß aufgestanden und deswegen gewinnt die eine Mannschaft und die andere verliert. Ich glaube auch, dass Fortuna halt nach 15 Minuten 3-0 führt, lag auch eher daran, dass Regensburg überrascht war, dass Fortuna so offensiv gespielt hat. Aber das ist halt auch der Unterschied, weil zum Beispiel gegen Dynamo Dresden lag Fortuna auch nach 15 Minuten, glaube ich, 3-0 hinten und hat dann aber auch komplett keine Chance mehr gehabt, irgendwie da noch zu gewinnen. Und bei Dresden dann halt, die haben sogar noch unverdienter 3-0 geführt, weil Fortuna hat ja anfangs wirklich gut gespielt. Und bei Dresden war es so, ja, dann reißen die das kämpferisch über die Zeit, wenn man früh glücklich 3-0 gewinnt und 3-0 führt, aber... Ja, jetzt kommt St. Pauli in die Esprit Arena und ja, Fortuna hat das Hinspiel 2-1 gewonnen. Ja. St. Pauli ist auf dem 9. Platz, halt 3 Punkte bis auf Platz 3 ist bei denen drin. Also bei denen geht es am Wochenende tatsächlich um sehr viel. Mir wäre natürlich ein Sieg zu Hause ja gewogen, möchte man sagen. Ich möchte die Fortuna siegen sehen und eigentlich wäre mir sogar egal, wie die siegen. Ob das jetzt Rumpelfußball ist oder Barcelona Tiki-Taka, ist mir eigentlich scheißegal, sagt man auf Rheinisch. Aber das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, wie die Nadel im Heuhaufen finden. Sind 3 Punkte schon gut genug oder was denkst du passiert da am Wochenende? Ich sag mal so, wenn die Mannschaft wirklich 100% oder 120% gibt, dann ist mir das Ergebnis auch scheißegal. So, wenn ich merke, die geben Vollgas und verlieren dann unglücklich 2-0, dann ist mir das auch wirklich scheißegal. Das ist mir lieber, als dann irgendwie, man macht in der 5. Minute ein Tor und mauert dann nur noch und holt sich dann glücklich einen Sieg. So. Das wird dann, glaube ich, auch die Fans wieder ins Stadion locken, wenn man merkt, die Mannschaft hat halt Bock und die Mannschaft kämpft und nicht nur so dieses, man versucht schön Fußball zu spielen und wenn es nicht klappt, ja schade, dann verlieren wir halt. Ist auch okay so. Ihr könnt hier mal eure Meinung dazu unten in die Kommis knallen. Micha, willst du noch was sagen? Nee. Ich möchte aber noch was loswerden. Ich möchte mich bei allen 24 YouTube-Abonnenten bedanken, dass ihr uns abonniert habt. Ja, und noch zu sagen, unten in der Beschreibung findet ihr unsere Social-Media-Links. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin der Mo, @Wampenrudel auf Twitter. Der Micha ist @Schwinski8 auf Twitter. Und dann würde ich sagen, Micha, auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal.